Riemchen bei der Marke EDS und Sodanza werden durch einen Haken befestigt. Wir zeigen Ihnen in diesem Video, wie Sie die Länge passend einstellen können. Lösen Sie dazu das Riemchen aus der Schnalle. Anschließend drücken Sie den Dorn in ein passendes Loch. Falls Sie ein zusätzliches Loch benötigen, kann es einfach mit einer Lochzange erstellt werden. Im Anschluss fädeln Sie das Riemchenende wieder in die Schnalle ein. Jetzt brauchen Sie nur noch den Verschluss von oben in den Haken einführen. Fertig!